Hallo meine Lieben, heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, ein Thema, was mich total und brutal aufgeregt hat, nämlich das Internet ist voll mit den ganzen Detox-Geschichten, tollen Säften und Smoothies und vor allem Unmengen an Tees, die hier angepriesen werden bei Facebook, Snapchat und Instagram. Leute, es ist Zeit für eine ehrliche und offene Aufklärung, die völlig brutal ist, aber ehrlich. Bleibt dran, bis zum Schluss. Ja, ein schöner leckerer Tee. Was spricht gegen einen leckeren Tee? Nichts. Richtig. Was kann Tee? Klar, grüner Tee regt den Stoffwechsel an, fördert auch ein bisschen unsere Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit. Wir sind dadurch aufnahmefähiger. Alles super toll, aber ich sehe so viele Videos mittlerweile bei Facebook und bei YouTube und bei Instagram und so weiter und Fotos von irgendwelchen tollen Sportlern, die richtig knackig aussehen und die dann immer irgendwelche tollen Bottles in die Hand halten und dann heißt es hier, ich habe schon 5 Kilo abgenommen in 6 Wochen, ich habe 10 Kilo abgenommen. Die Zahlen überschlagen sich und Leute, lasst die Finger davon. Ein Tee sorgt nicht dafür, dass ihr abnimmt. Nein, das ist einfach eine Werbemasche. Diese Firmen bedienen sich dieser Leute, die im Internet eine gewisse Reichweite haben als Influencer und Mädels und Jungs, die sich dann dafür breitschlagen lassen, solche Produkte auch zu präsentieren. Sorry, aber das ist völlig unglaubwürdig und das stimmt auch nicht. Das ist für mich echt der allergrößte SCH-Punkt, will ich jetzt nicht aussprechen, obwohl das ist echt ein großer Scheiß, kann man mal ehrlich sagen. Denn ihr nehmt nicht ab, nur weil ihr einen gewissen Tee trinkt. Ein Tee kann euch dabei helfen, wenn ihr eure Ernährung umgestellt habt, wenn ihr auch Sport treibt, den Appetit ein bisschen zu regulieren, aber ein Tee sorgt nicht dafür, dass ihr abnehmt. Genauso gilt das auch für die ganzen Säfte, die ich sehe im Internet. Ich bin auch gefragt worden und deswegen gibt es auch dieses Video, ob ich eine Kooperation mache für einen gewissen Tee, den ich jetzt hier nicht nennen werde, aber vielleicht könnt ihr euch das ja denken, weil dieser Tee, der wird gerade überall im Internet verbreitet. Ich habe die Kooperation abgelehnt, damit ihr Bescheid wisst, weil ich stehe da überhaupt nicht hinter, so etwas zu verbreiten, dass es eine positive Wirkung auf mich hatte und ich merke auch schon, dass ich total geil drauf bin und was weiß ich nicht, was schon 700 Millionen Kilo abgenommen habe und I don't know und bin jetzt gerade die coolste Mama der Welt. Sorry. Da überschlagen sich die Säfte noch und nöcher. Was ist denn Detoxing? Das Wort Detox stammt eigentlich aus der Medizin, das kommt eigentlich aus dem Entzug von Drogen, ein Ausdruck, welcher in Krankenhäusern und in Entzugskliniken benutzt wird und ja, irgendwie hat sich das eingeschlichen, dass bei uns jetzt immer das Wort Detox reinkommt und wir alle fühlen sich total toll, weil wir denken, wir tun unserem Körper was Gutes. Natürlich sind Säfte was Tolles, vor allem Direktsäfte, 100%ige Säfte. Ja, aber man sollte diese Säfte nicht ausschließlich trinken. Ich sehe das ganz oft in diesen Prospekten oder wenn ich auf diese Internetseiten gegangen bin, ich habe mich jetzt sehr, sehr stark damit beschäftigt, weil mich das total genervt hat, weil ich immer wieder lese, ja, ich habe 15 Kilo abgenommen in 6 Wochen und solche Geschichten, hallo, ballaballa ist das. Ihr nehmt nicht ab, weil ihr so einen Saft getrunken habt, ihr verliert erstens total an Muskelmasse und dann habt ihr nicht abgenommen, nein, ihr verliert absolut an Energie. Das geht ja gar nicht. Ihr bekommt Kopfschmerzen ohne Ende. Euch geht es total auch scheiße dann auch. Und dann wollt ihr Sport machen und dann funktioniert das nicht, weil ihr total kraftlos seid. Bei den Kuren heißt es ja immer 3 Tage Detoxing mit den und den Säften oder 5 Tage Detoxing für 150 Euro oder noch mehr wahrscheinlich. Also die Zahlen überschlagen sich da auch, die Preise überschlagen sich auch. Also ich glaube, das günstigste, was ich gesehen habe, fängt irgendwie bei 80 Euro an im Internet für so eine Saftkur. Aber Leute, eins ist schon mal ganz klar. Abnehmen dauerhaft bedeutet nicht, dass ich jetzt mal so ein Radikalding mache und wiege dadurch 2-3 Kilo weniger. Nein, das bringt es überhaupt nicht, denn ihr fangt danach ja wieder ganz normal an zu essen und dann habt ihr es so schnell wieder drauf. Das Schlimmste ist, ihr habt nicht an Fett abgenommen, ihr verliert Muskelmasse. Wenn ihr wirklich abnehmen wollt, lasst die Finger von diesen ganzen Produkten, sei es Smoothies, Saftkuren oder diese ganzen Detox-Tees, die ich überall lese, Katastrophe. Ihr könnt diese Sachen zu euch nehmen, natürlich, klar. Einfach so zwischendurch am Tag für als Flüssigkeitszufuhr oder wenn ihr es nicht schafft an dem Tag irgendwie frisch Obst und Gemüse zu essen, dass ihr euch einfach so einen Smoothie nimmt für unterwegs, für die Arbeit, weil in der Schule oder auf Reisen seid, als Ergänzung. Würde ich so etwas machen, für 3 Tage oder geschweige denn für 5 Tage mich nur von Säften ernähren oder von Tees ernähren, ich würde
erstmal völlig aschfahl werden. Ich würde durchdrehen, ich hätte Kopfschmerzen ohne Ende und vor allem, ich könnte überhaupt keinen Sport treiben. Das heißt, auch danach bin ich total matt und platt und habe überhaupt keine Konzentration. Sport und Abnehmen, das funktioniert nur, wenn man Muskelzuwachs hat. Das ist das allererste, ein gesunder Lebensstil, nicht rauchen, nicht trinken und vor allem eine gesunde Ernährung. Und da ist es auch nicht schlimm, wenn ihr Kohlenhydrate esst. Ich bin jetzt auch keine große Verfechterin von Low Carb. Ich versuche mich meist, also überwiegend Low Carb zu ernähren, aber im Grunde genommen ist es eine Lebenseinstellung bei mir. Ich esse aber ganz normal meine Kohlenhydrate. Ich achte nur darauf, dass es abends jetzt nicht zu viel wird, weil ich habe ja schon morgens mein Brot gefrühstückt, tagsüber habe ich noch was anderes gehabt mit Kohlenhydraten und dann weiß ich auch, dass es abends jetzt nicht mehr so sinnvoll ist, so viel Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Aber ich esse sehr gerne Kohlenhydrate, ich brauche sie auch, weil ich auch viel Sport treibe, weil mir sonst die Kraft fehlt. Und würde ich jetzt Tees zu mir nehmen und Säfte zu mir nehmen, ich würde so an Muskelmasse verlieren innerhalb kürzester Zeit. Man hört immer wieder von Menschen, die Heilfasten zum Beispiel betreiben, dass sie nach dem zweiten, dritten Tag sowas wie Glückshormone verspüren, dass es denen super gut geht, dass sie Bäume ausreißen konnten, obwohl die zwei, drei Tage vorher über Kopfschmerzen geplagt haben, über Hunger geplagt haben. Aber das ist eine Sache, die kommt evolutionär aus der Steinzeit noch, da wir Menschen damals nicht so viel Nahrung zur Verfügung hatten. Wir konnten nicht einfach so in den Supermarkt gehen, wir mussten das Essen jagen und gucken, dass wir unsere Büffel und Mammuts erlegen. Und deswegen ist das bei uns noch so gespeichert, dass wenn wir am Hungerlimit sind, dass der Körper Glückshormone ausschüttet, Dopamin, Serotonin, und es geht super gut. Das schützt den Körper davor und den Geist davor durchzudrehen. Das ist eine Sache, die ist eigentlich in uns als Information gespeichert. Wenn ihr sowas wie Heilfasten macht, macht das immer nur in ärztlicher Betreuung. Es nervt mich gerade echt so dermaßen, was da im Internet vor sich geht. Also Kinders, hört auf mich, lasst die Finger davon, treibt Sport und alles ist gut. Also dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. In diesem Sinne, tschüss und bye bye.